Inside Health – Gesundheitspolitik im Fokus. Ein Podcast von und mit Asklepios CEO Kai Hankeln. Wir haben keinen Ärztemangel. Wir haben einen Mangel an Arbeitsbereitschaft. Was genau Kai Hankelns Podcast-Gast Prof. Dr. Lutz Fritsche, Vorstand Medizin bei der Johannesstift-Diakonie, darunter versteht und warum es bei der anvisierten Krankenhausreform auf die Länder ankommen wird, das und mehr erfahren Sie in dieser Folge. Heute bei mir zu Gast ist Herr Professor Fritsche, seit 2009 Vorstand Medizin bei der Johannesstift-Diakonie sowie Professor für Management im Gesundheitswesen. Und ich freue mich wahnsinnig, lieber Professor Fritsche, dass ich hier bei Ihnen in Berlin sein darf und Sie hier bei mir im Podcast willkommen heißen darf. Sie blicken auf eine beeindruckende medizinische Laufbahn zurück, wechselten schließlich in den kaufmännischen Bereich. Das finde ich besonders spannend. Und verraten Sie doch bitte unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen was über sich und vielleicht das ein oder andere Highlight in Ihrem Werdegang. Ja. Erstmal herzlich willkommen bei uns und danke für die Einladung. Ja, fangen wir vielleicht am Anfang an, weil ich komme aus dem kaufmännischen Bereich. Ursprünglich habe ich was Ordentliches gelernt, Bankkaufmann. Und das hat mir dann aber doch nicht so Spaß gemacht, sodass ich mich dann entschieden habe, Medizin zu studieren. Habe das dann in Würzburg, Berlin und einigen anderen Orten gemacht. Bin dann an die Charité gegangen, war da dann 10 Jahre ordentlich klinisch tätig in der inneren Medizin, was mir auch großen Spaß gemacht hat. Und habe dann aber einerseits wissenschaftlich viele Sachen im Bereich IT, Daten gemacht und andererseits auch im Rahmen der DRG-Einführung immer mehr administrative Aufgaben übernommen und bin dann nach dem Studium, nochmal ein Zusatzstudium, MBA, in die dunkle Seite gewechselt, ins Management der Charité als stellvertretender ärztlicher Direktor. Das habe ich 5 Jahre gemacht. Und in der Tat ergab sich da dann, dass ich neben dem Aufbau der MVZs der Charité dann auch 1 Jahr lang neben dem ärztlichen Direktor auch der kaufmännische Leiter des Klinikums war. Das war damals die Restrukturierungsphase in der Charité und der Wirtschaftsplan, den ich damals aufgestellt habe, war auch der erste, der mit einer schwarzen Null abgeschlossen hat. Das war damals eine große Leistung. Ja, es war natürlich eine Leistung von vielen. Ich habe es quasi nur aufschreiben und von den Einzelnen einsammeln dürfen, die Beiträge. Und das war damals für die Charité eine große Leistung. Und dann kam aber das Angebot von der Johannesstift-Diakonie, dorthin in den Vorstand zu wechseln. Und das Angebot konnte ich nicht ablehnen und mache das jetzt schon seit 13 Jahren und habe es keinen Tag bereut. Am Anfang war es dann wirklich so, dass ich aus dem Charité-Kontext gewohnt mich gewundert habe mit wie wenig Sitzungen, wie wenig E-Mail-Wechseln man auch Entscheidungen treffen kann und ein Unternehmen voranbringen kann. Das war und ist auch heute noch eine Wohltat und macht mir großen Spaß. Und ich verantworte in der Johannesstift-Diakonie die Krankenhäuser, die ambulante Medizin und auch das Thema IT, weil ich halt da eine längere Vorgeschichte habe. Und bei meinen Eltern war es so, die haben auch gesagt, lernen was Anständiges. Die wollten natürlich auch, dass ich Bankkaufmann werde. Hat bei mir aber irgendwie mit der Ausbildungsstelle nicht geklappt. Später bin ich dann einfach zur Krankenkasse gekommen. War es bei Ihnen so, dass Sie am Anfang schon in den medizinischen Bereich oder den Gesundheitsbereich wollten oder hat sich das erst ergeben nach der Ausbildung? Das war tatsächlich nach der Ausbildung. Also ich habe das gerne gemacht, aber fand es dann doch auch relativ unbefriedigend, wenn man abends nach Hause geht und dann überlegt, was hast du den Tag über gemacht? Entweder Kontoauszüge einsortiert, das war damals noch ein Teil der Aufgaben als Auszubildender, oder irgendwelche Leute geärgert, im besten Fall sind freundlich zu irgendwelchen Kreditnehmern, Prospektiven gewesen und das fand ich dann nicht so attraktiv und habe dann meinen Zivildienst gemacht im Krankenhaus und das einfach der Kontrast, der hat mich dann überzeugt und gesagt, okay, dann studiere ich Medizin, musste das dann meinem Vater erstmal erklären, aber der war da dann doch sagen wir mal, nachsichtig und hat gesagt, wenn ich das denn unbedingt machen will, dann soll ich es mal tun. Und heute findet er es ganz gut, weil er quasi natürlich auch ein
einen persönlichen Leibarzt damit gewonnen hat. Und insofern steht er da auch zu dieser Entscheidung. Jetzt passt das ja heute perfekt. Die Banken haben die disruptive Phase zumindest mal schon auf halbem Weg hinter sich. Die ganzen kleinen Filialen auf dem Land sind weg. Jetzt könnten wir ja sagen, das ist schon der Übergang zur Krankenhausreform, weil das steht uns ja auch noch bevor. Bevor wir dazu kommen, aber noch ein bisschen mehr zu dem Mediziner in Ihnen. Jetzt sind Sie von einem sehr, sehr großen Haus in ein relativ kleines Haus gekommen. Sie haben gerade schon gesagt, die Entscheidungswege sind sehr, sehr viel einfacher. Was würden Sie sagen, was ist nochmal das Besondere an der Trägerschaft bei Ihrem jetzigen Arbeitgeber? Na, also so viel kleiner ist es gar nicht. Aber als die Stabilität? Naja gut, wir haben auch 10.000 Mitarbeiter, 800 Millionen Umsatz. Das ist jetzt nicht ganz klein, aber natürlich aus Perspektive Charité und Asklepios deutlich kleiner. Insofern, also aber für uns ist selbst die Charité groß. Okay. Muss ich sagen, mit Respekt, mit allen Problemen, die natürlich damit verbunden sind. Ja. Ja, ja. Na, was ich sehr genieße, ist, dass viel mehr ein Sinn da ist, dass man an einem Strang zieht, dass man ein gemeinsames Ziel und Interesse hat und auf der anderen Seite frei ist, weitgehend frei von politischen Einflussnahmen. Und das ist auch etwas, was, glaube ich, den Erfolg auch ein Stück weit erklärt, ja. Dass wirklich gemeinsame Richtung da ist, dass auch ein Gefühl dafür ist, man sitzt in einem Boot, ja, während in so einem großen öffentlichen Unternehmen schon bei vielen das Gefühl da ist, ich sitze auf einem unsinkbaren Supertanker und dann wird sich auch so verhalten. Ja. Dann ist keine Notwendigkeit, Kompromisse zu finden. Wenn man zum Personalrat geht und sagt, hör zu, wir müssen hier dieses oder jenes ändern, dann gucken die einen an und sagen, wieso müssen wir das? Müssen wir nicht. Ja, ja, aber sonst machen wir Verluste. Ja, dann gleicht ja das Land aus. Ja, und dann ist die Argumentation auch relativ zu Ende. Und insofern werden dann ganz viele eigentlich sinnvolle Changes ausgesessen, weil man dieses Bewusstsein hat, es kann uns nichts passieren. Und wir haben gar nicht ein gemeinsames Ziel. Ja. Der Vorstand hat das eine Ziel und der Personalrat hat ein ganz anderes Ziel. Und man muss sich nicht einigen auf ein gemeinsames Ziel. Und das ist dann oft frustrierend und wahnsinnig arbeitsaufwendig, dann trotzdem Veränderungen hinzubekommen. Und das ist in einem Träger, der für sich selber steht, wo man dann auch sagen muss, und das ist natürlich der Nachteil, wenn es schief geht, geht es schief, ja, und uns hilft keiner. Wir sind kirchlich orientiert, aber die Landeskirche würde uns nicht helfen, wenn wir in Schwierigkeiten geraten. Das heißt, wir dürfen nicht in Schwierigkeiten geraten. Im Zweifel auch nicht helfen können, das muss man ja auch mal sagen. Fairness halber ist, egal ob private oder kirchliche Träger, die Subventionsmöglichkeiten, die der Staat hat, die machen vielleicht ein vermeintliches Sicherheitsgefühl, glaube ich mal. Aber ich glaube auch, dass es Innovation bremst. Ich glaube aber auch, auf der anderen Seite der Medaille steht immer ein ganzes Stückchen politische Fremdbestimmung. Ich glaube nicht, dass sehr, sehr viele bei Vivantes oder bei der Charité wirklich glücklich darüber sind, dass alles wieder zurück, was irgendwann mal ausgegliedert wurde, jetzt wieder eingegliedert wird, alles in den Entgelttarifvertrag und alle haben demnächst 10 Tage, 12 Tage oder 20 Tage Urlaub mehr. Da kann man sich erstmal drüber freuen im ersten Moment, aber am langen Ende fehlt es natürlich an Ressourcen. Ich komme jetzt schon fast zur Krankenhausreform. Und dann ist immer der Kollege Scholz vom Universitätsklinikum Schleswig-Holstein im Ohr, der sagt, ich habe 700 Betten, die ich nicht betreiben kann, weil ich schlichtweg dafür das Personal nicht mehr habe, weil die Regulatorik ist jetzt eine andere als früher. Also Politik hat es da schwer oder schwerer als freie Träger, frei gemeinnützige Träger, private Träger, wenn natürlich so ein Krankenhaus mal über 10, 12 Wochen bestreikt wird. Dann fällt Politik immer um und hat an der Stelle natürlich dann Entscheidungen zu treffen. Und ob die dann ohne Subventionen dazu führen, dass das Unternehmen überleben kann, wage ich mal zu bezweifeln. Das war ja hier in Berlin genauso, ne? Dass ein längerer Streik diesen Tarif erzwungen hat. Aber was halt ein wirkliches Problem ist, ist, dass die Politik das dann nicht zu Ende gedacht hat, ihr Einlenken oder ihr Befürworten dieses Tarifs und noch nicht richtig erkannt hat, dass das jetzt zu einer Zweiklassengesellschaft in dem Stadtstaat Berlin führt.
Und dass einerseits diejenigen dort sind, die von dem Tarif profitieren und dass wir auf der anderen Seite Mitarbeitende haben, die mindestens genauso gute Arbeit leisten und denen wir erklären müssen, warum die Bedingungen andere sein sollen. Das ist etwas, was wir schwierig erklären können und was auch auf die Dauer nicht funktionieren wird, aus unserer Sicht. Und das ist eine Frage, die wir halt hier in Berlin dann auch mit der neuen Landesregierung werden besprechen müssen, welche Lösungsmöglichkeiten es dafür gibt. Glauben Sie, dass es zu so einem Sogeffekt kommt, nach dem Motto, wer einen Entlastungstarifvertrag à la Charité hat, der zieht wirklich Personal von anderen Trägern zu sich? Weil ich habe neulich mit Professor Werner gesprochen, Uniklinikum Essen, der sagt, es gibt einen solchen Sog nicht und wird es auch nicht geben. Ja, die Unikliniker haben ja schon jetzt mehrfach unter Beweis gestellt, dass sie in einer anderen Welt sich bewegen. Insofern, ich kann das nur sagen ganz klar aus dem Gespräch mit meinen Pflegedirektorinnen, das ist ein Thema jetzt in ganz konkreten Gesprächen mit einzelnen Menschen, die überlegen, wo sie in der Stadt arbeiten wollen. Und da kommt ganz klar auf den Tisch. Ich habe hier jetzt einen Urlaubsanspruch erworben über den Entlastungstarifvertrag. Wie sieht das mit meinen Urlaubstagen aus? Ja? Deswegen will ich eigentlich nicht wechseln, weil dann verliere ich die. Das ist also ein ganz konkretes Thema und also wie man auf die Idee kommen kann, dass die Menschen das nicht erkennen, dass es Unterschiede in den Tarifen gibt, ist mir schleierhaft. Ja? So dumm sind die Menschen, die in der Medizin, in der Pflege, in den anderen Bereichen arbeiten, aus meiner Sicht nicht und auch aus meiner Erfahrung nicht, sondern sie sehen den Unterschied. Es ist natürlich so, dass das alleine nicht jetzt schon zu einer Wanderungsbewegung führt. Wir hatten vor einiger Zeit so eine Situation, dass einer der öffentlichen Träger hier im Land mit einer Wechselprämie geworben hat, 9.000 Euro Kopfgeld, wenn man wechselt. Das hat uns zunächst große Sorgen gemacht, aber im Gespräch mit unseren Mitarbeitenden war es dann so, dass sie gesagt haben, naja, wir erkennen das als das, was es ist, Schmerzensgeld. Ja, und 9.000 Euro Schmerzensgeld ist uns zu wenig, dafür wechseln wir nicht. Aber das hat natürlich Grenzen. Ja. Und insofern wird das für uns hier schon ein relevanter Wettbewerbsfaktor. Und wir tun natürlich eine ganze Menge im non-monetären Bereich, damit die Mitarbeitenden sagen, sie arbeiten lieber bei uns als bei anderen. Aber das trägt auch nur in gewisser Weise und natürlich vor allen Dingen bei denen, die uns kennen. Ja, die neu auf den Arbeitsmarkt kommen, die legen die Tarife nebeneinander. Ja, und da sind deutliche Unterschiede, finanziert mit Steuergeld. Also wir hatten neulich auch den Lastwagen von Amios vor der Tür mit einer hübschen Kinowerbung. Das hat eigentlich eher zur Empörung bei unseren Mitarbeitern geführt. Also insofern weiß ich nicht, ob es an der Stelle wirklich zu großen Bewegungen kommt, weil natürlich die Mitarbeiter auch sehen, dass es nicht nur die Vergütung ist, sondern Arbeitsbedingungen insgesamt und natürlich auch die Anzahl von Personal entscheidend ist. Ich würde mal ein bisschen überleiten zum Fachärztemangel, zum Fachkräftemangel im medizinischen Bereich. Wie nehmen Sie das wahr aktuell in Berlin? Das ist ja ein Kampf in der Fläche natürlich, um jeden Facharzt in den einzelnen Indikationen dann nochmal ein bisschen stärker oder ein bisschen schwächer. Aber es ist ein absoluter Mangel an Medizinern auf dem Markt, egal ob ambulant oder stationär. Ist das in der Großstadt schärfer oder würden Sie eher sagen auf der Fläche? In der Fläche? Ja, als erstes würde ich erstmal sagen, dass wir keinen Ärztemangel haben. Das ist einer der wenigen Punkte, wo ich mit Herrn Leber übereinstimme. Ja, was wir haben, ist ein Mangel an Arbeitsbereitschaft. Ja, das ist jetzt nicht im negativen Sinne, im Sinne von faul, aber was ganz klar ist, kann man ja auch in der Statistik wunderbar belegen. Die gearbeitete Stunde pro Kopf hat halt über die letzten 20 Jahre kontinuierlich abgenommen. Und das sind zwei Effekte, die da sich überlagern und kumulieren. Das eine ist, dass die Medizin weiblicher wird. Die ÄrztInnen arbeiten aus wiederum nicht Faulheit, sondern gesellschaftlichen Gründen einfach pro Kopf ganz erheblich weniger als die männlichen Ärzte. Das ist ein Problem, weil nach wie vor viel ärztliche Zeit dann doch in die Familie geht und nicht ins Krankenhaus.
aufgrund Kinderbetreuung, gesellschaftlicher Erwartungen und so weiter. Ja, das ist das eine, was zum Mangel an Facharztarbeitsstunden führt. Und das andere ist natürlich schon auch eine andere Erwartung an Work-Life-Balance. Ja, das sehen wir ganz klar. Das ist die Babyboomer sind viel mehr bereit, Stunden zu arbeiten als die jüngeren Generationen. Und dadurch haben wir halt einfach pro Kopf deutlich weniger Arbeitsstunden. Und deswegen brauchen wir wesentlich mehr Köpfe. Und so viele Köpfe gibt es nicht. Und dann haben wir in der Tat einen Mangel. Ne? Das ist aber nicht ein Mangel an Köpfen. Ja. Jetzt sind Sie ein bisschen bei Andrea Nahles. Arbeit ist kein Ponyhof. Auch in der Anspielung, in der ganz klaren Anspielung auf die Arbeitsmoral. Auf der anderen Seite haben wir eine zunehmende Regulatorik. Natürlich brauchen wir für die Erfüllung der Bedingungen des GBAs, der Strukturkriterien, natürlich auch eine bestimmte Anzahl von Fachärzten. Wir haben leider, sind wir uns wahrscheinlich einig, zu viele Krankenhäuser in Deutschland insgesamt, zu viele Fachabteilungen in der Fläche natürlich, sodass wir auch einen Kampf haben um Fachärzte an der Stelle, um Kriterien zu erfüllen. Das muss man dann sicher auch zugestehen. Und nicht jedes Haus mit jeder kleinsten Fachabteilung ist dann hinterher in der Lage, die Ärzte, die dafür notwendig sind, auch zu finden. Also man kann sich darüber streiten, ist es die Arbeitsmoral, ist es die zur Verfügung stehenden Stunden pro Kopf oder die Bereitschaft oder ist es die Regulatorik? Am Ende erfüllen viele Häuser oder haben Schwierigkeiten, die Kriterien zu erfüllen. Und dann wird es eng und dann haben wir hinterher ein Qualitätsthema. Aber vorne haben wir erstmal das Akquise-Thema. Und die Frage ist, welcher Markt ist schwieriger? In der Fläche? Ich habe Krankenhäuser an der polnischen Grenze, gar nicht so weit entfernt von hier, in Schwedt. Da haben wir einen Anteil polnischer Fachärzte oder polnischer Ärzte von 70%. Ich weiß nicht, ob das in Berlin auch so ist. Ich befürchte nicht. Wir haben in Hamburg eine Situation, da kommen die gerade jungen Generationen sehr, sehr gerne hin. Also Hamburg Arztstellen zu besetzen, ist um ein Vielfaches leichter als in Sachsen und in der Fläche generell. Wie schätzen Sie es hier in Berlin ein? Ja, also die Erfahrung teilen wir, dass es in einem Ballungsraum wesentlich einfacher ist, ärztliches Personal zu gewinnen, ja, weil da natürlich auch einfach Vorstellungen an das Leben sind, die sich entwickelt haben. Vorstellungen, Partnerinnen und Partner haben eine ganz andere Bereitschaft, jetzt irgendwo, ich sag mal, in sehr ländlichen Regionen mitzugehen und dann möglicherweise nicht die Möglichkeiten zu haben, sich zu verwirklichen, wie sie das im Ballungsraum haben oder erwarten. Wir haben viele Menschen, die noch nicht eine Familie haben, die sie mitnehmen können, sondern erstmal eine sich zusammensuchen wollen und da natürlich nach einem Blick in die entsprechenden elektronischen Möglichkeiten sehen, dass das auf dem Land deutlich schwieriger ist. Und insofern ist in meiner Meinung eine sehr hohe Präferenz für den Ballungsraum. Und insofern finden wir im Ballungsraum einfach viel leichter Ärztinnen und Ärzte in jedweder Fachrichtung. Und das, was Sie aus Schwedt berichten, das haben wir, glaube ich, deutschlandweit nach meiner Erfahrung. Wir haben ja auch zwei Häuser im ländlichen Raum, dass das Personal in einem hohen Anteil nicht muttersprachlich deutsch ist, um es so auszudrücken. Ja? Und das bringt dann eigene Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit im Haus und auch natürlich in der Kommunikation mit den PatientInnen, die uns dort große Schwierigkeiten machen. Und das haben wir im Ballungsraum so nicht in dieser Schärfe, das Problem. Schaffen Sie es, dass Sie Ihre Mitarbeiter rotieren lassen in die ländlichen Häuser mit der Metropollage oder eher schwierig? Nein, gar nicht. Also das ist ein Traum, den haben wir ausgeträumt, den haben wir geträumt. Und die Realität ist aber ganz klar, dass die Leute nur sehr, sehr begrenzt mobil sind. Wir müssen dann große Unterstützung leisten und ich sag mal, man muss dann erklären, dass dieses oder jene Haus unter Umständen gar nicht einen längeren Fahrtweg erfordert, als das Durchqueren der Stadt Berlin, die nicht zu jeder Zeit leicht zu durchqueren ist. Und dann können wir Einzelne dafür gewinnen. Aber
der Traum, dass wir Mitarbeitende wie Figuren übers Schachbrett schieben und dann da Lücken schließen. Das ist, funktioniert bei uns nicht. Wenn Sie das können, dann würde ich gerne im Anschluss Ihr Geheimnis erfahren, wie Sie das machen. Ja. Wir können es nur temporär, aber dauerhaft ist sicher schwierig. Allerdings in den Regionen, da wo wir Cluster haben, da unterstützen sich die Cluster. Aber dann ist es zugegebenerweise auch schon ohnehin ländlich. Ja. Als Beispiel Schwedt und Pasewalk unterstützen sich hervorragend oder die Kliniken im Harz unterstützen sich hervorragend miteinander. Wir sind inzwischen so weit, dass wir dann natürlich auch sagen, wir haben chefärztliche Besetzungen oder auch ganze Führungsteams in den Abteilungen, die dann auch an zwei Standorten eine Verantwortung übernehmen. Ich glaube, solche Modelle, die sind schon sehr, sehr gut. Aber aus der Metropole heraus geht das immer temporär. Man kann auch entwickeln, junge Ärzte, Oberärzte, und die machen dann den Sprung auf den Chefarztposten in der Fläche. Aber es ist ein bisschen was anderes. Ja, das ist super. Ja. Nee, das glaube ich gerne. Aber insgesamt und für unsere Probleme ist das halt typischerweise keine Lösung, sondern eher ist es so, dass wir halt für die Fläche wirklich gucken müssen, dass wir Menschen aus dem Ausland direkt nach Deutschland holen, dann mit ihnen zusammen die ganzen Schritte gehen, die man zur Approbation, zur Facharztanerkennung machen muss. Wir haben da zum Teil dann, das ist völlig irrsinnig, dann Ärztekammern, die da auch noch Spaß dran haben. Menschen aus dem Ausland ist besonders schwierig zu machen. Also wir kriegen sie in Berlin leichter durch diese Schritte als in Bundesländern mit ausgeprägten Ärztestundenmangel. Und da greift man sich zum Teil wirklich an den Kopf. Wenn wir dann diese Schritte miteinander gegangen sind, ist dann immer die spannende Frage, ist derjenige so dankbar, dass er dann sagt, okay, ich bleibe auch hier, ich habe hier meine Wurzeln gefunden während dieses Prozesses. Zum Teil sind das dann aber auch Kolleginnen und Kollegen, die dann sagen, ja, vielen Dank, wunderbar, damit kann ich jetzt endlich in die Großstadt ziehen, wo viele meiner Herkunft schon sind und ich dann in der Community da mehr Freude habe. Also die Erfahrung haben wir nicht. Im Beispiel wieder Schwedt arbeiten wir mit der Pommerschen Universität in Stettin sehr eng zusammen, haben einen gemeinsamen Studiengang. Viele Deutsche studieren dort Medizin und dann ist es im Anschluss wirklich schwierig mit dem Anerkennungsverfahren, auch wenn sie ihre praktischen Einsätze bei uns in Schwedt gemacht haben. Aber ich bin dabei Ihnen, die Anerkennungsverfahren sind schwierig und die Hürden, die man heutzutage gehen muss, um ausländische Fachkräfte im Gesundheitswesen in Deutschland wirklich ans Patientenbett zu bekommen, die sind fast schon unglaublich. Und am meisten ärgere ich mich offen gesagt in der Pflege darüber, weil es ohne ausländische Pflegekräfte nicht mehr gehen wird auf Dauer. Wir können den demografischen Effekt, der erstmal in den nächsten 10 Jahren vor uns liegt, mit eigener Ausbildung in Deutschland gar nicht kompensieren. Und da wundert es mich doch dann sehr, dass von Medien angefangen, aber bis zu Gewerkschaften am Ende der Widerstand doch ziemlich groß ist und dann tausende Argumente kommen, mit denen man nicht gerechnet haben. Der Aufwand in der Einarbeitung ist viel zu hoch, die Sprachbarriere ist viel zu gewaltig. Und ich gebe immer gerne die Beispiele, wenn wir einen syrischen Flüchtling in Deutschland in einem Krankenhaus behandeln, ich mache es mal als Beispiel, der Muttersprache nicht mächtig ist, dann hoffe ich doch, dass er eine genauso gute Behandlung bekommt wie jeder andere Patient, den wir in unseren Kliniken haben, und wir thematisieren eben mitnichten irgendwo eine Sprachbarriere oder ein Problem. Ist die syrische Krankenschwester aber in Deutschland, ist es plötzlich ein Problem. Die Logik erschließt sich mir nicht ganz und ich bin da ehrlich gesagt auch ein bisschen verärgert, was das betrifft. Wir brauchen endlich ein Eingeständnis, dass wir ohne die Zuwanderung in diesen Bereichen nicht mehr hinkommen und dass wir alle miteinander alles dafür tun müssen, dass uns das gelingt. Aber irgendwie gesellschaftlich scheinen wir doch noch nicht da zu sein. Ja, das kann ich nur unterschreiben, dass die Erkenntnis so, glaube ich, nicht allgemein anerkannt ist. Und das macht es zum Teil halt auch schwierig, dass dann auch in Behörden, in der Ärztekammer, dass Leute da sitzen, die das halt eigentlich gar nicht gut finden, dass da jemand aus dem Ausland kommt.
und das auch nicht unterstützen wollen. Also wir haben mal einen unserer Rechtsanwälte, der sonst andere Dinge macht, der hat dann mal jemanden, den wir dringend hier halten wollten, begleitet zur Ausländerbehörde. Das kann man nur sagen, der war hinterher traumatisiert. Also hatte sich das nicht vorgestellt, dass man so mit Menschen umgehen kann in Deutschland. Und also da haben wir Widerstände auf vielen Ebenen. Und natürlich haben wir die Widerstände auch in unserer eigenen MitarbeiterInnenschaft. Ja, da sind auch nicht alle begeistert. Und da müssen auch wir als kirchlicher Träger immer wieder auch in den Dialog gehen. Und dann werden Dinge vorgetragen. Also ich ja nicht, aber dieser oder jener hat da Ressentiments. Und dann muss man wirklich auch miteinander dran arbeiten. Und die Integration ist viel Arbeit, braucht viel Professionalität. Und diese Professionalität, die haben wir an vielen Stellen noch nicht. Das ist schon Thema Spracherwerb. Wie unterstützen wir da? Wir sehen, dass wir bilden viel in der Pflege aus. Da werden wir zurzeit von den Jobcentern, glaube ich, überschüttet mit BewerberInnen. Und wenn wir uns die näher angucken, die sollen dann B2 haben. Ja, das ist aber reine Fantasie. Und dann sind die gar nicht schulfähig erstmal. Das heißt, man müsste das erstmal erkennen, sagen, hier ist die Sprachfähigkeit noch nicht da. Insofern kann ich die nicht beschulen in einer Krankenpflegeschule, was ja ein anspruchsvoller Ausbildungsgang ist, sondern ich müsste erstmal dafür sorgen, dass sie überhaupt in die Lage versetzt werden, dem Unterricht zu folgen. Ja. Da kümmert sich keiner drum, ja, sondern das Jobcenter sagt, na super, der ist jetzt untergebracht, Akt zu. Ja, und nach 3 Monaten haben wir einen Dropout in der Schule. Das müssen wir als Träger machen. Es geht kein Weg dran vorbei. Die Träger müssen, meine feste Überzeugung, die Träger müssen an der Stelle auch ein großes Investment leisten, um diese Fähigkeiten bei ihrem künftigen Pflegepersonal eben zu generieren. Oder wir machen eine englischsprachige Station. Englischsprachiger OP finde ich auch immer noch eine gute Idee. Dann haben wir zumindest mal im ersten Schritt die Sprachbarriere. Ja, naja, also wir haben das tatsächlich in einem Haus, dass da die Visiten zum Teil auf Englisch laufen. Das gibt dann aber auch wieder Kritik von denjenigen im Haus, die nicht so gut Englisch können. Und insofern ist auch das nicht die Lösung. Und diese Investition in die sprachliche Ausbildung, ja, also wir haben jetzt keine riesigen Überschüsse, wir kommen immer gut zurecht, aber wir haben keine riesigen Überschüsse. Und zu sagen, wir haben jetzt größere Mengen an Geld, die wir investieren können in ein halbes Jahr, in ein Jahr intensiven Spracherwerb, das sehe ich nicht so richtig. Zumal ja auch nicht klar ist, ob sich dieses Invest dann für uns auszahlt oder ob dann hinterher Asklepios kommt und macht ein attraktiveres Angebot. Dann haben wir die Sprachausbildung gemacht. Ich sehe, Ihnen gefällt der Gedanke, ja. Nein, tut er nicht. Geht er bei Ihnen in die Ausbildung. Ne? Also das ist nicht gut geregelt. Ja? Wenn man einfach das anerkennen würde und sagen würde, ja, das ist ein Teil der Aufgabe von unserer Krankenpflegeschule, die wird ja immer auf doch relativ enger Basis finanziert von den Kassen. Und wenn man da sagt, okay, für die Fachsprachenausbildung gibt es auch einen Topf, ja, dann würde das Ganze rund. Und dann könnten wir in der Tat so ein Vorbereitungsjahr machen, wie das ganz früher mal in der Pflegeausbildung ja auch ganz normal war, dass man gesagt hat, diejenigen, die noch gar nicht fit sind für eine Pflegeausbildung, die machen ein Vorbereitungsjahr. Und das könnte man natürlich auch zum Spracherwerb nutzen. Also erstmal Punkt 1 versprochen, wir werden Ihnen keinen einzigen ab. Und Punkt 2, wir machen das großvolumig. Wir haben eher umgekehrt die Sorge, dass natürlich dann nach dieser intensiven Phase der Ausbildung, also es sind ja alles examinierte Pflegekräfte, die meisten haben Pflege studiert im Ausland, die sind dann erstmal ein Jahr bei uns in der Sprachschule in Manila zum Beispiel und dann nochmal ein Jahr in einer Integrations- und Schulungsstation bei uns in Deutschland, bis sie soweit sind. Danach haben wir natürlich schon die Sorge, weil festketten kann man die nicht, dass die dann gehen. Also umgekehrt. Wir haben dieses Investment und glauben aber auch fest daran, dass es sich lohnt. Vielleicht ein bisschen nochmal einen Sprung zu den Ärzten. Was glauben Sie, wo ist die Lücke am größten? Im stationären Bereich oder im ambulanten?
Ja, ich würde ja erstmal die Frage stellen, haben wir überhaupt eine Lücke? Sie haben es ja schon angesprochen. Fragen Sie die KV, die ganzen Sitze nicht besetzen kann in der Fläche. Ja, da ist ja die Frage, ob die KV jetzt eine besondere Ambition hat, die Sitze zu besetzen. Ich habe noch keinen Anruf bekommen vom KV-Vorstand, ob wir irgendwie Bewerber haben oder so, dass da jetzt besondere Aktivitäten. Es ist, glaube ich, auch nicht die Aufgabe vom KV-Vorstand, alle Sitze zu besetzen. Das ist. Es gibt ja schon einen Sog in die Metropolen. Also da fühlen sich Fachärzte besonders wohl im niedergelassenen Bereich, aber so ja. Auf dem Land weder die Fachärzte noch die Allgemeinmediziner so richtig. Ja, ne, aber ich glaube, das ist einfach diese generelle Lebensmodell, was für Ballungsräume spricht heutzutage und gegen Leben im Ländlichen. Und ich erkenne da keinen Unterschied zwischen ambulant und stationär. Aber vielleicht einen Punkt, weil ich jetzt schon zweimal wir es hatten, diesen Mangel und die Regulatorik. Ja. Wir müssen natürlich schon auch mal hinterfragen, ob diese ganzen Anforderungen, die da von den verschiedenen Lobbygruppen in die Richtlinien und die Strukturvoraussetzungen reingedrückt werden, ob die denn überhaupt alle sinnhaft sind und tatsächlich auch nur irgendwas für die Qualität tun. Also für mich ist immer das schönste Beispiel die Zusatzbezeichnung Notfallmedizin, ja, dass die jetzt in allen möglichen Kontexten dann gefordert wird. Das Allerbeste ist, in der Richtlinie hüftgelenksnahe Femurfraktur brauchen wir ja auch einen Notfallmediziner. Man fragt sich immer so, wenn man ein bisschen klinische Erfahrung hat, was soll denn der arme Notfallmediziner machen bei der alten Dame mit der Oberschenkelhalsfraktur? Ja, der guckt da drauf und sagt, Mensch, das Bein sieht komisch aus, ich bin Internist, kann da jetzt vielleicht eine Belok-Zock verschreiben, aber ansonsten muss das der Unfallchirurg machen. Das ist im Prinzip der Job von dem Notfallmediziner in diesem Kontext. Und trotzdem steht es in der Richtlinie drin und wehe, wenn wir bei der anstehenden Prüfung durch den medizinischen Dienst diesen Notfallmediziner nicht haben. Ja, so, was ist der Effekt? Alle suchen jetzt hektisch nach ÄrztInnen mit der Zusatzbezeichnung Notfallmedizin. Das ist erstmal eine gute Nachricht für die Kolleginnen, weil die jetzt wesentlich höhere Gehaltsforderungen aufmachen und auch hier im Ballungsraum munter von Rettungsstelle zu Rettungsstelle wechseln. Wir wissen doch beide, die Regulatorik ist dafür, damit die Notfallstufen letztlich das Feld im Wettbewerb ein wenig verkleinern. Ja, genau. Das ist der einzige Sinn dabei. Genau, Closed Shop zu machen, aber ich glaube, das ist halt schlecht fürs System, wenn man als Closed Shop-Mechanismus sagt, wir denken uns zusätzliche Fachrichtungen aus, die jetzt erforderlich sind und treiben damit deren Preis durch die Decke. Ja? Gefäßchirurgen in der Bauchaorta und so gibt es ja viele Beispiele. Und diejenigen, die noch nicht in irgendeiner Richtlinie auftauchen, müssen ja ihre Fachgesellschaft fragen, wieso schafft ihr es nicht, uns auch irgendwo reinzuschreiben, damit wir unsere Gehälter steigern können. Da sind wir wieder bei der Lobby. Die machen das bestimmt, bin ich mir sicher. Ich nehme nochmal meine Lieblingslobbyvereinigung, die Kassenärztliche Vereinigung. Die KV sagt, bis 2035 werden 9.000 Medizinerinnen und Mediziner den Beruf verlassen. Und die KV warnt davor, dass durch einen Mangel an Ärzten die flächendeckende Rundumversorgung in Gefahr ist. Die KV meint ja wahrscheinlich den niedergelassenen Bereich, oder? Ja, mit Sicherheit, ja. Weil natürlich, das denke ich, ist aus Sicht von einem KV-Vorstand auch die Erfahrung, dass man dort, wo man die Sitze so gar nicht besetzt kriegt, dann hingehen muss zum örtlichen Krankenhaus und sagen muss, also jetzt müssen wir doch was gemeinsam machen, weil sonst wird es zu offensichtlich und da kommen wir in Schwierigkeiten mit den Kassen, weil die Kassen schieben ja die Gesamtvergütung über den Tisch und sagen hier, dafür stellt ihr die Versorgung sicher. Und da, wo es zu offensichtlich wird, muss dann natürlich der KV-Vorstand aktiv werden. Und da ist der wesentliche Weg, nach meiner Erfahrung, dann immer zu dem jeweiligen Krankenhaus zu gehen und zu sagen, okay, jetzt machen wir was zusammen. Und insofern ist das natürlich nicht im Interesse der KV, dass es irgendwo zu sehr eklatanten Lücken kommt. Also die Krankenhäuser müssen nur warten und dann fallen die Sektorengrenzen automatisch. Das ist meine Erfahrung, ja.
ist ja erstmal eine gute Nachricht. Die Zwischenrealität ist, die Notaufnahmen laufen über, weil die niedergelassenen Ärzte abends an Wochenenden und die KV-Notfallnummern nicht funktionieren. Das heißt, die Patienten kommen eh schon zu uns. Ja, genau. Na, nur die Vergütung nicht. Das ist, das ist der Nachteil. Das ist jetzt tatsächlich eine Phase und im Ballungsraum wird das auch auf absehbare Zeit so bleiben. Ja? Weil es halt eben nur um bestimmte Tageszeiten geht. Ja? Und das ist hier in Berlin auch ganz klar. Also zwischen Weihnachten und Neujahr können Sie die Uhr danach stellen. Da ist bei uns Krieg in den Notaufnahmen, weil einfach die niedergelassene ärztliche Versorgung nicht stattfindet. Wir hatten es eben schon mal ganz kurz. Ärztemangel, kann man darüber streiten, woher er kommt oder warum jetzt nicht noch Ärzte sind. Ganz kurz habe ich auf Stettin mal verwiesen. Wir machen was Ähnliches mit der Semmelweis-Universität in Budapest. Müssen die Studienplätze erhöht werden, so wie es jetzt der ein oder andere aus der Politik fordert? Auf jeden Fall. Wenn man sich weiter ein Versorgungsniveau und eine Versorgungsstruktur, wie wir sie derzeit haben, leisten will, dann ist der einzige Weg aus diesem Mangel an ärztlichen Arbeitsstunden, dass man mehr Köpfe, ÄrztInnen, in den Markt hineinbringt, damit diese vielen Köpfe dann, wenn auch nur jeder relativ wenig Stunden beiträgt, dann aber den Bedarf an Stunden decken. Das ist ein einfacher Marktmechanismus. Die Bundesärztekammer spricht von 5.000 bis 6.000 Studienplätzen, die erweitert werden müssten. Jetzt denke ich immer an die Zugangsvoraussetzungen. Ist der NC dann noch zeitgemäß oder nicht? Na, im Augenblick ist der NC ja, ich habe ja einige Kinder zu Hause sitzen, die auch zum Teil den Auftrag haben, ÄrztInnen zu werden. Insofern verfolgen wir das natürlich. Das ist ja zurzeit absurd. Sie kriegen in Berlin nicht mal mehr mit einem 1,0er Abitur sicher einen Studienplatz. Also von daher, im Augenblick sind die Zugangsvoraussetzungen, glaube ich, extrem restriktiv. Und man muss sich auch sehr fragen, ob das wirklich ein gutes Kriterium ist, dann für den späteren Arztberuf. Da habe ich, wenn ich mir an manche KollegInnen denke, so Zweifel, ob 1,0er Abitur wirklich die beste Empfehlung für den Arztberuf ist. Warum ist der Widerstand gegen private Universitäten so groß? Also wir haben das mit der Medical School in Hamburg. Das ist natürlich dann nicht im Sinne der Universität in Eppendorf. Hier in Brandenburg gibt es ähnliche Diskussionen. Sobald sich eine private Universität bildet und das dann in Kooperation mit einer ausländischen Universität hier meistens, ist die Empörung doch relativ groß. Ja, aber das haben wir ja in nahezu zu allen Bereichen, die in der deutschen öffentlichen Meinung eine öffentliche Aufgabe sind. Das ist ja nicht nur beim Studium so, das ist ja bei jeder Schule so. Wir betreiben auch Schulen neben vielen anderen guten Werken. Und dann sieht man ganz schnell, dass es da immer wieder Versuche auch aus der Administration gibt, die privaten Träger deutlich zu benachteiligen. Das ist, es wird nicht ausfinanziert, es wird damit argumentiert, das könnten doch auch die Regelschulen machen. Also das haben wir ja an vielen Stellen und das ist, haben wir auch nicht zuletzt im Krankenhausbereich. Also hier in Berlin haben wir das als eine ganz klare politische Strömung, Teil des politischen Spektrums, dass Leute sagen, Krankenhausversorgung kann doch nicht von Privaten oder Freigemeinnützigen gemacht werden. Das ist doch eine öffentliche Aufgabe wie Polizei und Feuerwehr. Und insofern ist MedizinerInnen-Ausbildung nur ein von vielen Feldern, wo man denkt, das ist irgendwie schlimm, wenn das Private machen. Ja. Wenn es dem Problem hilft, sage ich mal, muss man es offen diskutieren. Herr Lauterbach sagte jetzt auch, die 5.000 braucht es und fügt dann aber an, dass eine Krankenhausreform wenig Sinn macht, wenn uns für die Kliniken nachher die Ärzte fehlen. Originalzitat. Das ist richtig. Warum macht er dann schon die Gesundheitsreform jetzt? Na, ich hatte das bis jetzt mit der Krankenhausreform anders verstanden, dass man in einem relativ unkontrollierten, aber doch sehr abrupten Prozess die Zahl der Krankenhäuser deutlich reduzieren will.
Das wäre ja die Auswirkung, wenn man den Vorschlag der Kommission umsetzen würde, würden einfach sehr rasch und auch viel schneller, als sich die Kommission das, glaube ich, vorgestellt hat, Häuser vom Netz gehen. Und dann wären auf der Nachfrageseite, also auf der Arbeitgeberseite, weniger da. Und die könnten dann, das ist ja auch von Kommissionsmitgliedern auch so gesagt worden, die könnten dann ihre Personalprobleme endlich lösen, wenn nur die Konkurrenz verschwinden würde. Und er macht da jetzt aber andersrum. Er sagt ja, mit seiner Reform wird kein einziges Krankenhaus geschlossen. Es werden halt ein paar, zu medizinischen Pflegeeinrichtungen, aber geschlossen wird ja gar nichts. Geschlossen wird es nur, wenn die Reform nicht kommt, weil dann sind die ja alle pleite. Ja, aber das ist ja grober Unfug. Aber das ist ja auch jetzt bei Herrn Lauterbach nichts Neues, dass er kontrafaktisch vorträgt. Es ist einfach so, wir haben das ja durchgespielt für unsere Häuser. Da werden Teile des Leistungsspektrums rausgebrochen, ohne Kompensation. Und damit werden Unternehmen, die bis dahin auskömmlich wirtschaftlich gearbeitet haben, in eine wirtschaftliche Schieflage sondergleichen getrieben. Und diejenigen, die wirtschaftlich handeln müssen, werden dann den Betrieb einstellen. Entweder, wenn sie es schnell genug schaffen, es ordentlich abzuwickeln, es nicht schnell genug schaffen, dann in der Insolvenz. Also das ist zu sagen, dadurch wird kein Krankenhaus geschlossen. Das kann man eigentlich nur im Umkreis von Köln-Hohlweide erzählen, wo man dann die eigene Krankenhausreform dann ja plötzlich gar nicht mehr kennen mag, sondern sich für den Erhalt von drei Standorten einsetzt. Ja, also müssen Sie Verständnis haben, ist ja sein Wahlkreis. Ja. Insofern, das hatte ich jetzt auch schon mal. Ich gehe mal zurück, wenn wir denn aber eingestehen, wir haben zu viele Krankenhäuser. Und ich gestehe das ein, ich habe auch in manchen Landkreisen 4, da sage ich auch, 1 würde für die Versorgung der Bevölkerung durchaus ausreichen. Und wir das eingestehen und sagen, das, was wir aber noch nicht machen in Deutschland, ist wirklich eine gute ambulante Versorgung. Dann könnte man sich ja dem Gedanken ambulanter Zentren, ambulanter OP-Zentren und der Umwidmung von manch einem Krankenhaus durchaus anfreunden, wenn denn dann auch für diesen ambulanten Leistungsbereich die Vergütung adäquat wäre. Haben Sie das mit kleineren Standorten für sich mal durchgespielt? Also können Sie sich das vorstellen, ein ambulantes OP-Zentrum nach US-Vorbild, die von Ihnen eben erwähnte Hüftprothese, kommt morgens rein, Patient abends nach Hause? Ja, aber fangen wir mal bei der Prämisse an. Ja. Also nur weil alle sagen, wir haben zu viele Krankenhäuser, würde ich das nicht einfach unterschreiben, ja, sondern ich würde erstmal die Frage stellen, wer sagt denn das? Ja. Natürlich haben wir, wenn wir sagen, wir vergleichen uns mit einem skandinavischen Land, viel zu viele Krankenhausbetten. Ja. Aber wir haben in Skandinavien auch eine andere Erwartung der Bevölkerung, was das Gesundheitssystem leisten soll. Ja. Das ist, wir haben auch zu viele Mercedes, wir haben zu viele SUVs auf der Straße. Ne. Das ist nur der Punkt, es muss dann einer auch mal hingehen und den Leuten, die in dem SUV sitzen, sagen, dein Auto ist überflüssig. Ja. Was machen die Klimakleber? Die machen es halt auch nicht, sondern die kleben sich auf die Straße und da stehen dann alle im Stau und die Botschaft kommt beim SUV-Fahrer auch nicht an, dass das jetzt kein sinnvolles Fortbewegungsmittel ist. Ja. Doch, er steht. Die Realität zeigt ihm, er kann ja nicht mehr sich fortbewegen. Na, der sitzt da und sagt sich, oder jetzt wird es abwegig, er sitzt da und sagt, gut, dass ich ein SUV habe, weil ich sitze wenigstens bequem und die Leute in der Klapperkiste neben mir kriegen nicht mal einen Filter für meine Auspuffgase. Aber zurück zum Thema. Das ist eine Diskussion, die ich halt komplett vermisse in Deutschland. Was wollen wir denn mit dem Gesundheitswesen? Natürlich ist es so, dass wir ein Gesundheitswesen haben, was sich gut anfühlt. Ja? Aber wir können ja uns nicht hingehen und sagen, alles, was nicht zum Überleben notwendig ist, streichen wir. Ja? Also können wir machen, aber dann sollten wir es in allen Lebensbereichen machen. Das ist, würde fürs Klima sicher eine Menge helfen, wenn wir einfach sagen, Wochenendtrips ja, braucht man nicht. Man kann auch ferngucken, also werden die alle verboten. Ja, Sie müssen schon zugeben, dass wir so eine kleine Vollkasko-Mentalität haben. Ich gehe nicht zu einem Arzt, sondern in Zweifel zu 2 oder 3 Ärzten und hole mir viele Meinungen ein. Und wir haben einen vollständigen barrierefreien Zugang zu jeglicher Art und Menge von Gesundheitsdiensten. Ja, ich nenne das nicht Vollkasko, ich nenne das All-Inclusive, ja, aber das ist genau das.
der deutsche Krankenversicherte, der ja zahlt sein Leben lang, hat eine All-Inclusive-Mentalität. Der sagt, ich habe schon bezahlt und jetzt, wenn ich es brauche, dann möchte ich aber auch die komplette Show haben. Ja? Mit Stepptanz und Musik und Häppchen und das Essen muss gut sein und so weiter. Ja? Das ist was anderes als jemand, der in England noch nie was bezahlt hat fürs Gesundheitswesen. Auf jeden Fall hat das nicht gemerkt, dass das über seine Steuern finanziert hat. Der ist begeistert, dass das Krankenhaus überhaupt was für ihn tut. Ja? In Deutschland haben wir eine komplett andere Einstellung der Bevölkerung. Und wenn man das ausblendet und meint, wir können mit den Deutschen einfach das machen, was die Briten mit ihrer Bevölkerung machen, dann wird man sich relativ bald ganz verwundert die Augen reiben. Ja? Wir haben nicht zu viele Krankenhäuser für das, was die Erwartung der Bevölkerung ist, was alles passieren muss im Krankenhaus. Ne? Und solange wir die Erwartung nicht ändern, wird das nicht funktionieren. Nee, die ändern wir ja nicht, weil das Versprechen der Politik ist ja, jeder kriegt alles weiter wie bisher. Also ich habe von Herrn Lauterbach noch nie gehört, es muss Eigenanteile geben oder es eine andere Steuerungswirkung geben. Ja. Darüber wird ja eben nicht gesprochen, sondern es wird darüber gesprochen, dass alles noch besser wird. Ja, aber solange man sagt, jeder kriegt weiterhin alles, ob es jetzt wirklich für eine relevante Lebensverlängerung notwendig ist oder nicht, sondern jeder kriegt das, was er meint zu brauchen, solange haben wir auch nicht zu viele Krankenhausbetten. Ja, vielleicht haben wir sie an zu vielen Standorten, da bin ich sofort dabei. Ja, aber im Augenblick brauche ich meine Krankenhausbetten, weil zu uns kommen die Menschen und wollen behandelt werden. Und anders als die Politik sich das vorstellt, ist es bei uns nicht so, dass wir in die Fußgängerzone gehen müssen, irgendjemanden die Keule über den Kopf ziehen und ihn dann in unser Krankenhaus schleppen und er wacht dann morgens auf und hat eine neue Hüfte. Nee, in der Tat, die kommen freiwillig, aber nicht alle von denen sind auch, wenn ich jetzt mal ehrlich bin, stationär behandlungsbedürftig, die in unseren Notaufnahmen auflaufen. So, wir übernehmen ja schon einen Teil der ambulanten Versorgung und schicken sie halt auch wieder in den ambulanten Bereich zurück. So, weil wenn wir ehrlich sind, müssen wir auch sagen, wir müssen den ambulanten Sektor deutlich besser gestalten und deutlich leistungsfähiger gestalten. Und ich mache immer gerne das Beispiel, warum nehmen wir uns nicht oder orientieren uns an den USA und sagen, wir trainieren einen Patienten mit elektiver Hüft- oder Knie-Tap 4 Wochen vor der OP, sodass er eben auch in der Lage ist, direkt nach der OP wieder ins häusliche Umfeld zu gehen. Auf die Idee kommen wir nicht. Wir machen es lieber auf die klassische Art und sagen, erstmal OP, dann Reha. Mit dem entsprechenden stationären Bedarf. Das machen andere Länder anders. Und insofern ist es ja schon legitim zu sagen, was müssen wir tun, um den stationären Sektor zu verkleinern und einen ambulanten eben auszubauen. Aber aktuell gehen wir davon aus, der ambulante Sektor kann das alles und kann das alles auffangen. Und ich frage mich immer, wer soll es tun? Welche von den Rettungsmitteln, jetzt bei der Reform angefangen, bis zu niedergelassenen Ärzten und den niedergelassenen Strukturen generell, sind die dafür ja gar nicht ausgerichtet. Ja, fangen wir mal hinten an. In der Tat, die Rettungsmittel, das sind diejenigen, die ganz große Sorge haben müssen vor diesen Ambulantisierungsbestrebungen, auf jeden Fall in den Flächenländern. Und da haben die klügeren Menschen das auch schon erkannt. Wenn ich sage, wir machen das jetzt ambulant, und ist es halt ein bisschen immer die Gefahr, dass wir nur einen Teil des Bildes uns anschauen. Wenn Sie sagen, in Amerika, die kommen morgens rein, gehen abends nach Hause, dann kann ich nur sagen, ich war in Amerika, die gehen nicht nach Hause. Die gehen über die Straße ins Hotel. Ja, das ist, stimmt einfach nicht, dass sie nach Hause gehen. Ja, natürlich, zum Teil gehen sie auch nach Hause, aber ein ganzer Teil geht abends ins Hotel und das arbeitet mit dem Krankenhaus zusammen. Ja, und dann ist schon sehr die Frage, wie ambulant ist denn das eigentlich und wer bezahlt denn das? Es gibt zwei Modelle, wenn ich unterbrechen darf, bei Kaiser Permanente. Das ist das Vortrainiermodell, was ich erwähnt habe. Das finde ich auch attraktiv, aber es ist in der Tat richtig. Das System arbeitet natürlich so, dass viele Bereiche dann auch mit angegliederten Hotels arbeiten. Das hat in Deutschland aber nicht funktioniert. Das hat das UKE in Hamburg auch gemacht, hat sich da ein 3-Sterne-Hotel mit auf den Campus geholt. Das hat aber nicht dazu geführt, dass dann wirklich eine große Nachfrage an ambulanter Leistung entstanden ist. Weil natürlich die Historie und Erwartung wieder bei dem Punkt der Menschen eine andere ist. Die gehen ins Krankenhaus und wollen dann auch die Krankenhausleistung vollständig haben. Das heißt, wir transportieren aber auch in Deutschland gar nicht die Vorteile von ambulanter Leistungserbringung. Und wir haben sie nicht vernetzt miteinander, wir haben sie nicht digitalisiert. Und jetzt kommen solche Start-ups wie Avi Medical im Hausarztbereich mal als Beispiel. Die sagen eben, es gibt eine digitale Leistungserbringung und es gibt immer eine persönliche Leistungskomponente, die ist auch nicht ersetzbar.
Und die wird miteinander kombiniert und da kommt ein Mehrwert für den Patienten raus. Dann müsste es doch fliegen, oder ist das ein Gedankenfehler? Nee, das glaube ich, ist genau richtig. Wenn man die Patientenperspektive wirklich als Leitstern nehmen, ja, dann kann man viele von diesen Fragen relativ leicht beantworten. Ja. Fangen wir mit dem Ambulantisierungsbeispiel an. Ja. Warum sollte denn ein deutscher Patient, der schon bezahlt hat, jetzt nach dem Eingriff in ein Hotel wechseln, was er dann aus eigener Tasche wahrscheinlich bezahlen müsste, wo er doch schon bezahlt hat und deswegen den Anspruch und die Möglichkeit hat, gut behütet in einem Krankenhaus zu übernachten, ohne irgendeine Distanz zurückzulegen. Und am nächsten Tag schauen nochmal alle drauf und er geht dann mit einem guten Sicherheitsgefühl nach Hause. Der hat doch gar kein Interesse, in ein Hotel zu gehen. Insofern, wenn man sich einfach nur in die Patientin, den Patienten reinversetzt, kann man viele Fragen schon beantworten. Bei digitalen Angeboten bin ich voll bei Ihnen. Ja. Wenn die Patientin, der Patient sagt, Mensch, da wird jetzt mein Problem ohne Wartezeit gelöst, ja, indem ich eine gute KI habe, die mich mit verschiedenen Fragen erstmal abprüft und die dann am Ende in der Lage ist, mir eine gewisse Sicherheit zu vermitteln. Ganz viele Menschen, die in unsere Notaufnahmen kommen und über die dann immer naserümpfend gesagt wird, die hätten Bagatellerkrankungen. Muss ich sagen, fehlt mir jedes Verständnis dafür. Die Leute kommen zum großen Teil nicht aus Langeweile, sondern sie kommen aus Angst. Ja? Sie denken, sie haben etwas Schlimmes und deswegen gehen sie ins nächstgelegene Krankenhaus. Und dann ist es ganz wichtig, dass wir das auch ernst nehmen, dass wir wirklich am Anfang einen Triage-Prozess machen, schon mal eine erste Rückmeldung geben können. Die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt in Kürze sterben wirst, ist sehr gering, viel geringer, als du das vielleicht gedacht hast zu Hause. Du kannst dich jetzt hier erstmal hinsetzen oder wir haben einen Ernstfall und dann kümmern wir uns sofort darum. Und wenn wir einen Teil davon ins Digitale verlagern können oder auch in ein Callcenter, wie zum Beispiel die Dänen das machen, dann wird auch die Patientin und Patient sagen, das ist ja von Vorteil, weil ich muss ja gar nicht erst ins Krankenhaus fahren, sondern meine Angst wird mir unter Umständen schon zu Hause genommen. Ja. Aber ich sehe nicht bis jetzt, dass jemand sich darum kümmern würde, zu sagen, ein Teil der Leistung, die wir in den Notaufnahmen erbringen, die verlagern wir jetzt nach draußen zur Patientin, zum Patient. Meine Vermutung wäre, wenn wir das als Krankenhäuser machen würden, würden natürlich neben den Datenschützern, die sofort kämen, aber dann natürlich vor allen Dingen die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen sagen, oh, das ist aber unsere Pfründe und bitte haltet euch da schön raus. Wir machen es zwar nicht, aber wir wollen es auch nicht, dass ihr es macht. Aber wenn jetzt alles so bleibt, wie es ist, außer jetzt mal, es wird ein bisschen mehr digitalisiert und vernetzt, aber die Krankenhäuser, die Strukturen bleiben, wie sie sind, dann bleibt eine Unterfinanzierung, dann bleibt ein im Grunde genommen krankes System. Wo ist die Lösung? Ja, nicht mich missverstehen, dass ich sage, dass es so bleiben sollte, wie es ist. Es kann auch gar nicht so bleiben, wie es ist, weil das ist ja eine ganz einfache demografische Rechnung. Wenn wir dieses Leistungsniveau weiter halten wollen, bei einer weiter schrumpfenden Workforce, einmal von den Köpfen her und dann aber auch von der Bereitschaft her zu arbeiten, ja, dann habe ich auf der Leistungsseite massiv steigende Kosten. Das heißt, wenn ich das Leistungsniveau halten will, muss ich sehr, sehr viel Geld dafür einsetzen. Irgendeine Politikerin, mit der ich letztens gesprochen hatte, die sagte dann, wir können das ja gar nicht leisten. Das würde ich sagen, das ist nicht ganz richtig. Ja, wenn wir das wollten, könnten wir das, aber es würde halt extrem teuer. Ja. Und da ist halt die Frage, wie weit ist die Gesellschaft bereit, diese Kosten dann zu tragen? Und an irgendeinem Punkt wird sie dann doch sich mit der Frage auseinandersetzen müssen, können wir dieses Komfortniveau, was wir derzeit bieten, weiter halten? Ne? Und so sollte man diskutieren. Hat Herr Professor Raffelhüschen im Grunde genommen recht oder auch Herr Gassen von der KV, es muss in irgendeiner Art und Weise eine Eigenbeteiligung als Steuerungswirkung geben oder einen ZNA-Zuschlag? Das halte ich für
sehr schlicht gedacht und vor allen Dingen ja auch historisch widerlegt. Ja, die Praxisgebühr hat alle möglichen Effekte gehabt, aber nicht, dass sie die Menschen davon abgehalten hat, ins Krankenhaus zu gehen. Das ist ja ganz einfach so. Auch da wieder, wenn man einfach die Patientenperspektive einnimmt, dann kann man diese Frage ganz leicht beantworten. Ja, wenn ich 10 Euro Praxisgebühr bezahlen muss, ich habe eine Situation, wo ich entweder Schmerzen habe oder wo ich Angst habe, dann sind 10 Euro nicht viel. Ja? Auch jemand, der einsam ist, ja? Und ein ganzer Teil der Arztbesuche sind ja auch, dass Menschen einsam sind. Ja? Der sagt auch, also meine Einsamkeit zu lindern für 10 Euro, das ist ein relativ niedriger Preis. Jedes soziale Angebot wird wahrscheinlich teurer sein. Es gibt auch KV-Vertreter, die sagen, es sind so viele von der Härtefallregelung betroffen, die zahlen es dann ohnehin nicht und insofern verfehlt die Steuerungswirkung da auch. Würde ich auch sagen, auf jeden Fall, wenn man es so macht wie in der Vergangenheit. Das war ja, wir hatten ja ganz viele PatientInnen, die dann von der Zuzahlung befreit waren, weil sie halt oft genug da waren. Ja, das war im Prinzip ja ein Incentive, häufig zum Arzt zu gehen, weil sie, irgendwann waren sie in dem Bereich, wo der nächste Besuch dann kostenlos wurde. Also so arbeiten ja ganz viele Rabattsysteme, dass man sagt, kauf 3 und du kriegst das 4. umsonst. Ja, ich muss Sie ein bisschen locken jetzt. Wie sieht denn die Professor Fritzsche Lösung für die deutsche Krankenhäuser aus? Wenn Sie Gesundheitsminister wären und hätten jetzt einen Bierdeckel, auf dem Sie es aufschreiben dürfen. Dann würde ich genau das tun, was ein Element in dem Reformvorschlag ist. Und das ist ja auch nicht durch Zufall so, weil da ist ja auch nicht die Kommission drauf gekommen, sondern sie haben ja geguckt, wie lösen es andere. Man muss hingehen und Leistungsgruppen planen und muss Leistungen bündeln, damit man erstmal nochmal die Effizienz und Qualität noch ein Stück weiter steigert. Wir haben schon eine hohe Effizienz und Qualität, aber die kann man beide noch steigern. Und das kann man durch Leistungsbündelung machen, das ist völlig klar. Ja, das heißt also, Leistungsgruppen zu bilden und zu planen, zu sagen, du machst das, du machst das, du machst das und du machst es nicht, ist auf jeden Fall etwas, wo wir nochmal Effizienz und Qualität aus diesem System rausholen. Und es ist auch natürlich ein Mechanismus, über den ich die Menge dann begrenzen kann. Ja, indem ich sage, ich weiß jetzt, wer diese Leistung erbringt, kann ich als nächstes mit denen absprechen und sagen, du erbringst aber nur noch eine begrenzte Menge, ja, von dieser Leistungsgruppe. Und dann ist halt die Frage, ob man es mit einer offenen oder verdeckten Rationierung macht, sodass man dann auch hingeht und sagt, wir begrenzen die Leistung. Ja? Dass man zum Beispiel sagt, wir führen eine verpflichtende Zweitmeinung ein, dass derjenige, der es erbringt, nicht derjenige sein darf, der die Indikation gestellt hat. Nehmen Sie das der Politik übel, dass immer wieder vorgeworfen wird, Ärztinnen und Ärzte würden unnötige Behandlungen durchführen? Das finde ich skandalös. Ja. Wirklich, das ärgert mich maßlos, weil dieses unnötig ist ja immer aus der Sicht eines gesunden, nicht Betroffenen. Ich hatte das sehr schön in dieser Diskussion um die Krankenhausreform, habe ich mit verschiedenen JournalistInnen auch gesprochen und dann auch mit jemandem kam auf das Thema Endoprothetik und dann sagte er, ja, das ist ja nun ein Feld, das ist ja ein Paradebeispiel für unnötige Medizin. Sag ich, na, ein guter Mann, dann kommen Sie doch einfach mal in eins unserer Krankenhäuser in die Sprechstunde und Sie setzen sich neben die Ärztin, die da sitzt und sagen dann den Patientinnen, das ist unnötig, dass Sie jetzt eine Endoprothese bekommen. Sie können jetzt nach Hause gehen, haben zwar Schmerzen, aber das ist unnötig. Ja, nee, das wollte er nicht machen. Ich sage, vielleicht kennen Sie jemanden, der eine Endoprothese gekriegt hat. Sagt er, ja, meine Mutter letztes Jahr, aber das war auch nötig. Ja, und da ist mir die Kraft aus dem Gesicht gefallen. Lass mich raten, war es Herr Leber vom GKV-Spitzenverband? Ja, der wäre da auch gut dafür. Ja. Aber das ist wirklich dieses unnötig zu beurteilen, wenn man nicht selber betroffen ist. Das ist ein starkes Stück. Und vor allen Dingen, wenn man den Maßstab nicht nennt. Ja, Herr Busse sagt ja immer im Subtext, es ist unnötig, um dein Leben zu verlängern. Ja, dann ist es aber wenigstens klar. Aber dann können wir ganz viele Leistungen einsparen, wenn das unser Maßstab ist, dass wir sagen, okay, lebst du dadurch signifikant länger? Nicht? Dann machen wir es nicht. Ja, Schmerzen zählen nicht, stell dich nicht so an. Wollen wir nicht. Haben Sie ein bisschen Sorge, dass es jetzt zu dem Reformchen verkommt, ähnlich wie bei Herrn Lauterbach die Cannabispläne in der Legalisierung? Oder sagen Sie, okay, Bund, Länder werden eine vernünftige Regelung finden und aus dem jetzigen Werk was Realistisches basteln?
Also da fehlt mir wirklich der Optimismus, dass da aus diesem Prozess was Gutes rauskommt. Ich unterstelle Herrn Lauterbach, dass er vor allen Dingen von Talkshow zu Talkshow denkt und nicht wirklich da einen Gestaltungswillen hat, sondern vor allen Dingen auf den Show-Effekt schielt. Und insofern ist es aus meiner Sicht den Ländern im Wesentlichen überlassen, da was Vernünftiges draus zu machen. Und die Frage ist halt, ob der Bund irgendwelche Incentives hat, dass die Länder sich auf was Vernünftiges einigen mit dem Bund. Dadurch, dass keine Gelder zur Verfügung gestellt werden, wird es, glaube ich, sehr schwierig, sich auf etwas zu einigen. Und der Best Case aus meiner Sicht ist, dass die Bundesländer für das Thema sensibilisiert sind und dann zurück in ihr Land gehen und sagen, okay, wir müssen tatsächlich was bei unserer Krankenhausplanung machen. Lasst uns mal überlegen, was wir Vernünftiges machen können. Was haben wir gesehen in Nordrhein-Westfalen? Was haben wir gesehen in Niedersachsen? Was lernen wir für unser Land daraus? Aber wenn es kein Geld gibt, um die Strukturtransformation zu finanzieren von Seite des Bundes, und danach sieht es ja zurzeit nicht aus, ist es ja auch schon die Frage, was macht der Bund überhaupt am Tisch bei diesem Prozess? Die Abrechnungsfrage klären, weil es der einzige Hebel ist im Föderalismus und Zuständigkeit der Länder für die Krankenhausstrukturen. Es ist der einzige Hebel über die Finanzierung, letztlich mitzureden. Das ist ja auch sehr die Frage. Also ich finde das immer ganz schlecht, wenn so politische Prozesse dann am Ende juristisch beendet werden. Aber ob der Bund wirklich die Kompetenz hat, die Krankenhausvergütung so stark zu verändern, dass Krankenhausträger aus dem Markt gehen. Das ist ja verfassungsrechtlich, soweit ich mir das habe erklären lassen, äußerst fraglich. Ja. Und insofern ist die Frage, was der Bund wirklich mit an den Tisch bringt. Und im guten Fall wäre es eine Moderationsfunktion, denke ich. Die sehe ich aber aus dem vorgenannten Grund nicht so, weil der Gestaltungswille da fehlt. Wenn wir uns in 5 Jahren treffen, ich lade Sie ein nach Hamburg, und wir machen den nächsten Podcast, worüber sprechen wir? Welche Probleme haben wir in 5 Jahren? Also Sie haben das, glaube ich, auch in einem der vorhergehenden Podcasts durchaus richtig gesagt. Wenn es keinen Ordnungsrahmen gibt, dann werden natürlich die Träger das für sich versuchen zu optimieren. Und dann werden wir in 5 Jahren über die gleichen Probleme sprechen. Noch ein Stück verschärft sicherlich, aber wir werden eine Menge Krankenhausschließungen dann haben, die aber dann von den Trägern selber vorgenommen sind und weiter zu um sich greifenden Konsolidierungsprozess, weil diese Komplexität halt auch gar nicht von einzelnen und kleinen Häusern mehr geleistet werden kann. Das heißt, die Großen werden noch mehr Häuser haben, werden aber einen Teil von denen dann nach eigenen Überlegungen schließen, weil sie, und das ist dann das Beruhigende und vielleicht Optimistische am Ende, ich sehe schon, dass die Krankenhausträger sehr stark schon auch darüber nachdenken, was brauchen die Patientinnen und Patienten denn wirklich. Und insofern glaube ich gar nicht, dass die Ordnung der Krankenhauslandschaft bei uns Trägern in den schlechtesten Händen ist. Professor Fritzsche, ganz, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Ich nehme eine Vereinbarung mit. Wir beide werben uns keine Mitarbeiter ab. Das ist dann schon mal beruhigend. Und wir sehen uns spätestens in 5 Jahren in Hamburg wieder. Ganz herzlichen Dank. Würde mich freuen. Ja, vielen Dank. Ja, hat Spaß gemacht.